willkommen, liebe Architektinnen und Architekten, liebe Gäste und an der Baubranche Interessierte zum heutigen Webinar der Architects for Future. Wir haben letzte Woche schon das Thema Recycling hier im Webinar gehabt und heute wollen wir das gerne vertiefen. Heute geht es um das Kreislaufwirtschaftsgesetz und wir haben heute zwei Referenten hier zu Gast, die auch gleichzeitig Bundestagsabgeordnete sind, und zwar für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bei uns sind Dieter Janicek und Gerhard Zickenhainer. Ich darf die beiden kurz vorstellen. Dieter Janicek ist schon seit 2013 Abgeordneter im Bundestag. Er ist Fraktionssprecher für Industriepolitik und digitale Wirtschaft. Außerdem Obmann im Ausschuss Wirtschaft und Energie und digitale Agenda. Er ist auch Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und wird uns gleich das Kreislaufwirtschaftsgesetz erklären, ein bisschen was zur Geschichte erzählen, auf den Inhalt eingehen, was es mit diesem Gesetz auf sich hat und auch Kritik daran äußern. Der zweite Referent, Gerhard Zickenhainer, ist nicht nur Mitglied des Bundestags, sondern ist auch Architekt. Er wird das Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz auf die Baubranche beziehen und wird uns erläutern, welche Folgen das Ganze für das Bauen hat und was sich in der Baubranche ändern muss oder auch am Gesetz ändern muss, damit wir eine kreislauffähige Baubranche haben. Er ist Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union und Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank, liebe Inga. Seien Sie herzlich willkommen, seid ihr herzlich willkommen an diesem heutigen Abend. Es sind ja auch einige aus München hier. Ich bin ja auch Münchner Abgeordnete, freue mich auf die Diskussion und dann auch auf die Beiträge. Mein Beitrag heute Abend soll ja sein, ein bisschen die Entstehung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Abfallrahmenrichtlinie zu schildern und dann natürlich die grüne Einschätzung. Ich denke, der Gerhard wird das dann auch nochmal aus seiner Perspektive für Nachhaltigkeit noch erweitern können. Ich bin ja in erster Linie gar nicht Umweltpolitiker und auch nicht Baupolitiker, sondern Industrie- und Wirtschaftspolitiker, aber das passt, glaube ich, auch gar nicht schlecht zusammen, denn wir reden ja auch von einer Bauwirtschaft. Und auch was das Thema Industrie angeht, für das ich zuständig gehe, geht es natürlich ganz zentral darum, wie wir mit einem anderen Einsatz von Ressourcen, mit Rezyklaten, mit Recyclingfähigkeit, weniger Stoffmengen in der Zukunft Wohlstand sichern können, ich nenne es mal so. Jetzt kurz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das gibt es also seit 2012. Zweck des Gesetzes war es ja, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. So wird das dann immer beschrieben in den Gesetzen, wenn sie denn wohlklingenden Namen haben. Ist uns das gelungen seitdem? Ja, teilweise sicherlich schon, aber natürlich die Herausforderungen sind gigantisch, gerade wenn man auf das Thema Klimaschutz, 1,5-Grad-Ziel und die Architects for Future, vermute ich ja mal auch, haben sich ja gegründet, um eben ja die Herausforderung des Klimaschutzes einfach anzugehen. Und da sind wir natürlich noch weit, weit weg. Im Februar 2020 gab es dann einen Entwurf für eine Novelle dieses Gesetzes durch das Bundesumweltministerium. Und im Oktober jetzt, also erst vor kurzem, wurde dann die geänderte Fassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Bundestag verabschiedet. Und diese Novelle wiederum war dann notwendig, um die EU-Abfallrahmenrichtlinie umzusetzen. Also so sind die ganzen gesetzgeberischen Prozesse. Dafür gab es dann eine bestimmte Frist zur Umsetzung. Deutschland hat relativ lang gebraucht, um da auch eigenes vorzulegen. So, wesentliche Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind zum einen die Anhebung und Neuberechnung der Recyclingquoten für bestimmte Abfallarten und weitere Reduzierung der Deponierung von Abfällen. Dann natürlich die Verschärfung und Ausdehnung von Getrenntsammlungspflichten für Abfälle zur Verwertung und Recycling. Insbesondere reden wir da übrigens von Bioabfällen, ab 2025 auch die gefährlichen Haushaltsabfälle und Textilien. Ja, die Verschärfung der Vermischungsverbote für gefährliche Abfälle ist ein Thema in diesem Gesetz. Detaillierte Vorgaben für die Umsetzung der Produktverantwortung und die diesbezüglichen Rücknahmeregime. Verstärkung der Vermeidung von Abfällen, unter anderem von Lebensmittelabfällen und Konkretisierung der von den Mitgliedstaaten zu ergreifenden Maßnahmen. Das ist ja dann in der Europäischen Union auch oft so, dass die Umsetzung sehr unterschiedlich ist, was Industrien und Wirtschaft oft nicht sehr erfreut, weil wenn natürlich
Maßnahmen unterschiedlich umgesetzt werden, hat das ja auch Wettbewerbsnach- oder Vorteile für den einen oder anderen, zumindest auf die kurze Sicht. Ausbau und Spezifizierung der Abfallvermeidungsprogramme und Abfallwirtschaftskonzepte der Mitgliedstaaten ist ein Thema in dem Gesetz. Und sicherlich auch nicht unwichtig, die Verzahnung des Abfallsrechts mit den Vorgaben des Chemikalienrechts. Da gibt es ja auch in der Europäischen Union eine ganze Reihe von relevanten Richtlinien, zum Beispiel REACH. Da geht es um die Pflichten der Besitzer bei Beendigung der Abfalleigenschaft, Informationspflichten von Lieferanten etc. etc. Also es gibt einen regulatorischen Rahmen, der ist durchaus erstmal positiv zu sehen, dass er da ist. Und da ist sicherlich die Europäische Union weiter als viele andere Räume der Welt, was aber nicht heißt, dass wir weit genug sind, denn die Herausforderungen, eine Kreislaufwirtschaft auch zu einem Erfolgsmodell zu machen und damit auch anderen Globalräumen auf der Welt zu zeigen, wir können das und unsere Vision ist dann eine Wirtschaft übrigens auch ohne Müll und das haben wir in unserem Antrag Grüne festgeschrieben. Da sind wir natürlich weit, weit von weg. Jetzt übrigens in der Corona-Krise ja sowieso, wie wir wissen, aber das will ich gar nicht groß kommentieren, was jetzt gerade an zusätzlichen Müll anfällt über die Bestellungen, die aber notwendig sind, weil wir halt den Einzelhandel leider momentan nicht haben. Und aber das ist ein anderes Thema. Unser grünes Ziel ist, wir wollen, dass Unternehmen und Haushalte in Deutschland spätestens im Jahr 2050 nahezu keinen Müll mehr produzieren. Als erste Fraktion im Deutschen Bundestag haben wir dazu konkrete Vorschläge entwickelt, wie eine ressourcenleichte, giftfreie und klimafreie Kreislaufwirtschaft Wirklichkeit werden kann. Wir sagen, Müll ist ein Designfehler. Spätestens 2050 produzieren deutsche Unternehmen ausschließlich Produkte, die so designt sind, dass sie langlebig, mehrfach verwendbar und vollständig recycelbar sind. Das drückt sich auch in den verwendeten Materialien aus. Der Materialmix im Jahr 2050 ist ja frei von Schadstoffen. Nach unserer Vorstellung, wir wollen deshalb jetzt die Arbeit an einer Positivliste von Materialien beginnen, die perfekt recycelbar sind. Unternehmen und Wissenschaft sollen die besten Standards dafür entwickeln, die dann für alle verbindlich werden. Ja, und dann ganz relevant für uns ist der Produktpass. Wie kommen wir zu solchen Positivlisten? Wichtig ist, dass wir da in der Kreislaufwirtschaft Unternehmen aus allen Stufen der Wertschöpfung miteinander kommunizieren und Daten austauschen lassen. Ohne qualitative Daten können wir natürlich auch solche Produktpässe gar nicht entwickeln. Das Thema Datenqualität ist in Deutschland sowieso eins auf vielen Ebenen, wo wir noch Nachholbedarf haben. Aber auch das ist nochmal ein externes Thema, was uns aber jetzt auch gerade nicht sehr weiterhilft. Deshalb ist es eben ein grünes Kernprojekt, diesen Produktpass zu entwickeln. Der soll bis 2030 alle Güter und Materialien, die in Deutschland auf den Markt kommen, mit einem digitalen Produktpass ausweisen. Und der enthält dann eben diese Informationen, die für eine Kreislaufwirtschaft wichtig sind. Könnte man zum Beispiel das Beispiel nehmen bei Waschmaschinen, Elektronik, sind beispielsweise Daten zur Reparierbarkeit hinterlegt. Die Datenbasis ermöglicht dann einen Dialog zwischen den Recyclingunternehmen, Herstellern und Designern über die Materialien und Designs, die wir für eine perfekte Kreislaufwirtschaft brauchen. Und eben das Produktrecht, also um ein kreislauftaugliches Design durchzusetzen, streben wir ein völlig neu zu schaffendes Produktrecht an. Güter müssen so gestaltet werden, dass sie langlebig und vollständig wiederverwendbar sind. Das ist natürlich das Ziel und deswegen brauchen wir dieses Produktrecht. Das umfasst dann auch etwa Gebote für ressourcensparendes Design. Jetzt zum Schluss der Bezug zur Bauwirtschaft. Und das ist ja die Diskussion heute. Wir sehen ja eine sehr hohe CO2-Intensität von Rohstoffen, die beim Bauen verwendet werden, insbesondere Stahl und Zement. Und wichtig ist dann natürlich auch für uns die, wenn sie auch weit weg scheint, aber trotzdem anzustrebende Dekarbonisierung der Stahl- und Zementindustrie, um eben die CO2-Intensität des Gebäudesektors zu reduzieren. Also auch da reden wir mit diesen Industrien, die beispielsweise auf Wasserstoffbasis erforderliche erhebliche Energiemengen bereitgestellt werden können. Aber man muss auch dazu sagen, selbst wenn zum Beispiel der Stahl mal Richtung Gas umstellen könnte von Kohle, wäre das auch schon mal ein Fortschritt von der CO2-Bilanz. Schwieriges Thema übrigens auch für uns Grüne. Tja, was brauchen wir in der Bauwirtschaft? Also wir brauchen halt andere Strategien aus unserer Sicht auch. Umbau statt Abriss und Neubau stärken. Recycling, Upcycling von Bauschutt als Geschäftschance und Chance auch für den Klima- und Ressourcenschutz. Alternative Rohstoffe stärken, unter anderem Holz als nachwachsender Rohstoff. Und die Schlüsselrolle von Architektinnen und Bauingenieuren bei der Frage des Produktdesigns. Schließlich öffentliche Hand bei Ausschreibungen. Soweit, Dankeschön. Dann würde ich doch sagen, dass ich das Wort jetzt erstmal an den Gerhard Zickenhainer weitergebe. Noch sind keine Fragen aufgetaucht, aber das wird sicherlich gleich so sein. Noch einen kurzen Hinweis an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die noch
in den letzten Minuten dazugekommen sind. Wir hören jetzt noch einen weiteren Vortrag von Gerhard Zickenhainer. Und in 15 Minuten etwa ist dann Zeit, um Fragen zu beantworten. Also sammelt schon gerne fleißig eure Fragen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz. Also ich finde dafür, dass ja, Dieter da danke. Im Zug sitzt, hat er das fantastisch beschrieben, was das Problem ist und wie man dem an ganz vielen Stellen beikommt tatsächlich oder wie wir glauben, dass wir dem beikommen, was, denke ich, auch eine ganz unabdingbare Notwendigkeit ist. Es ist beim Bau, das werden die meisten, die jetzt im Raum sind, wissen, noch mal ein bisschen besonders schwierig, weil es eine ganz andere stoffliche Größe auch ist. Wir mit unglaublichen Massen natürlich auch zu tun haben. Aber ich erzähle vielleicht ganz kurz, wo ich herkomme und wie ich am Schluss dann eigentlich auch in die Politik kam. Es hängt nämlich direkt damit zusammen. Ich habe selber ein Architekturbüro geleitet, klassisch aufgewachsen, vor 30 Jahren studiert, habe tolle Betonbauten gemacht. Also ich bin so einer, der so ein bisschen vom Saulus zum Paulus geworden ist irgendwann, weil das Ganze dann offensichtlich wurde, dass wir da sehr stark in eine stoffliche Katastrophe letztendlich reinlaufen, dass das auch nicht mehr klimaverträglich ist, was wir da machen. Und eins der ganz prägenden Ereignisse war für mich, dass ich ein Haus abreißen musste, das 37 Jahre alt war. Eine große Villa. Und da wollte jemand eine noch größere Villa. Und der Auftrag lautete dann, diese Villa abzureißen. Die landete dann gut recycelt, sagte man damals, kleingedröselt, kleingehackt als Unterbau unter der Bodenplatte und als Verfüllmaterial in der Baugrube. Und das war's. Das war für mich wirklich so ein Punkt, wo das Ganze angefangen hat zu kippen. Ich habe parallel eine Flussrenaturierung gemacht als Architekt. Eine schöne Aufgabe eigentlich, die mir dann auch noch mal ein bisschen das grüne Milieu näher gebracht hat. Und so wurde ich langsam aber sicher zum Grün. War dann eine Zeit lang im Kreistag und bin dann in den Bundestag nachgerückt. Ich bin also nicht gleich 2017 rein, sondern kam ein Jahr später dazu. Und vertrete dort gar nicht so die Architekten und die Bauszene, sondern bin im Element Nachhaltigkeit letztendlich zu Hause im EU-Ausschuss und bin natürlich trotzdem sehr stark an dieser Problematik über den Arbeitskreis 2, in dem das Thema präsent ist, immer wieder dazugeschaltet und war eigentlich sehr froh, dass ich jetzt eingeladen wurde von Architects for Future, weil ich vor einem Vierteljahr mit Maya Göpel gesprochen habe über einen Workshop, den ich machen wollte zu diesem Thema und vor allem zum Thema, wie kann ich besser in die Umnutzung von Bestandsgebäuden kommen. Da komme ich nachher nochmal dazu. Und sie empfahl mir dann doch mal nachzuschauen, was Architects for Future machen, die ich damals noch gar nicht kannte, die ich seitdem verfolge. Und jetzt bin ich eingeladen, freue mich, hier zu sein. Und das, was ich dazu denke und im Moment auch am Erarbeiten bin, zum Besten geben zu können. Ich bin Ihnen ganz schön auf den Leim gegangen, insofern, dass ich das Thema sehr ernst genommen habe. Da stand, ich soll doch untersuchen oder berichten, was die Auswirkungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf die Bauszene sind. Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Ich habe, als ich das Gesetz durchgeschaut habe, ich habe es nur oberflächlich durchgeschaut, weil es eben nicht mein Schwerpunktthema ist, da habe ich eigentlich nichts gefunden, was irgendwie tatsächlich eine faktische Wirkung hätte auf die Form, wie wir zu Gebäuden machen. Und dann habe ich diese 88 Seiten nochmal durchgelesen und gesucht und am Schluss festgestellt, ich habe jetzt auch nichts gefunden. Und das ist, glaube ich, das große Problem dieses Gesetzes. Es liefert eigentlich bis auf eine ganz kleine Kleinigkeit, nämlich dass die Bundesbehörden tatsächlich Recycle-Material verwenden sollten, Zuschlagstoffe verwenden sollten, wenn, und das ist dann schon wieder die übliche Einschränkung, wenn es den Bau nicht teurer macht. Und damit ist es eigentlich auch schon wieder nichtig. Die schon öfters ausgeschrieben haben im Raum, die wissen, dass damit das natürlich kippt, spätestens bei der Vergabe in den allermeisten Fällen. Und das auf den Bund und die Bundesimmobilien zu beschränken, das ist der nächste Blödsinn. Das wäre natürlich sinnvoll gewesen, das auf die Länder und die Kommunen runterzubrechen. Dann hätte man wenigstens eine Beispielwirkung bei den Behördenbauten gehabt. Das hat man damit jetzt versiebt. So, jetzt stehen wir da. Wir wissen alle, dass Bauen das Metier ist, das am meisten Rohstoffe letztendlich abbaut, das am meisten Müll erzeugt und einen ganz wesentlichen Teil an CO2 produziert, nicht nur in der Vorbereitung und in der Bauphase, sondern auch im Unterhalt natürlich und beim Abbruch und beim Wiederverwenden dann das nächste Mal.
Und Dieter hat vorher erzählt, auf welchem Weg wir da sind. Ich bin da immer ein bisschen die Spaßbremse. Insofern, dass ich ganz oft einfach sage, Leute, bauen Vorsicht. In der Praxis zeigt sich, das ist eine unglaublich langsame Speziesberuf. Seitdem ich angefangen habe zu bauen, vor etwa 30 Jahren, hat sich gerade was jetzt Recycling anbelangt, so verheerend wenig getan, dass wenn wir mit dem gleichen Tempo weitermachen, garantiert nirgends zum Ziel kommen. Und insofern ist es völlig richtig. Wir müssen da enorm Gas geben. Wir müssen auch das, was Chris Kühn bei uns zum Beispiel als Bauwende bezeichnet hat, ist im Internet zu entnehmen. Das beinhaltet so alles, was bei Fridays for Future auf den Forderungskatalogen, Architects for Future auf den Forderungskatalogen steht, in etwa auch, dass das alles dringend notwendig ist, aber dass wir uns klar machen müssen, dass es wahrscheinlich in der Umsetzung einfach sehr, sehr lange dauert, bis wir soweit sind. Das liegt an der trägen Branche, wie ich es gerade erläutert habe. Das sind immer sehr, sehr langsame Prozesse. Aber das liegt auch an was anderem. Wenn wir tatsächlich beim Bauen reale Preise einrechnen, durch die CO2-Bepreisung, durch die Schäden, die wir beim Rohstoffabbau, bei der Entsorgung und so weiter und so fort generieren, wenn wir das alles einrechnen, die grauen Bauverbrauche einrechnen und so weiter, dann sind wir bei einem Faktor von 1,8 bis 2,5, was zukünftig ein Gebäude kostet. Wenn wir mit der Aussage, dass wir das innerhalb der nächsten 5 Jahre durchziehen, an die Öffentlichkeit treten, dann ist es etwa so schlimm, wie wenn wir heute sagen, der Lockdown wegen Corona, der wird um 3 Jahre verlängert. Also man kann sich vorstellen, dass ein 100-prozentiger Preisaufschlag auf Wohnraum in der Situation, in der wir im Moment sind, sehr, sehr schwierig nur zu vermitteln ist. Und dazu kommt, wie gesagt, die träge Branche. Und deshalb ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und den würde ich sehr gerne auch heute Abend diskutieren, der, dass wir viel mehr Energie reinstecken müssen in den Faktor Bestand. Bestand zu erhalten, Bestand weiterzuentwickeln, Bestand umzudenken und Bestand zu verdichten oder im Bestand zu verdichten. Weil das die einzige Chance ist, wie wir mit verhältnismäßig wenig stofflichem Aufwand tatsächlich über die Runden kommen, bis wir soweit sind, hallo Andreas Rieger, bis wir soweit sind, dass wir tatsächlich in der Lage sind, genau diese Vorgaben, die wir alle auf dem Plan haben und als dringend notwendig ansetzen, tatsächlich auch umzusetzen. Und bis die auch was Förderprogramme und so weiter und so fort anbelangt, tatsächlich in einer akzeptablen Form umgesetzt werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin gespannt auf die Diskussion nachher auch. Das heißt, ich gehe davon aus, wir müssen, während wir eine Art Wartephase tatsächlich für uns wirklich planen und entwickeln, auch in der wir einfach sehr, sehr stark uns um den Bestand kümmern, so intensiv wie möglich daran arbeiten, die Kreislauffähigkeit der Bauwirtschaft tatsächlich herzustellen. Das heißt, ein Recycling weiterzuentwickeln. Das heißt aber auch, die Anforderungen an Baustoffe der Kreislaufwirtschaft tatsächlich auch unterzuordnen. Ich möchte es am Beispiel Holzbau verdeutlichen. Das ist ja die Möglichkeit, die uns allen klar ist, die, was CO2 anbelangt, eine große Möglichkeit bietet, unsere Emissionen im Bauwesen zu senken. Wir haben aber im Holzbau das Problem, dass ganz viel mit Kompositbaustoffen funktioniert, die hinterher wiederum sehr schwer aufzudröseln sind. Die Demontage eines Holzbaus ist fast so aufwendig wie die Montage eines Holzbaus. Also auch da kommen wieder tatsächlich massive Folgekosten auf uns zu. Auch das muss man im Hinterkopf haben. Und wir müssen tatsächlich die nächsten Jahre, und ich behaupte, es wird auch länger gehen, es werden wahrscheinlich Jahrzehnte sein, zumindest eins, nutzen, um tatsächlich auch die Forschung im Bauwesen zu entkoppeln von der Industrie. Bei uns läuft es im Moment tatsächlich so, dass fast alles, was Forschung im Bauwesen, Forschung bei Baustoffen ist, von der Industrie geleistet wird und dass die Betonindustrie nicht unbedingt das Interesse hat, sich selbst die Arbeitsgrundlage und die Verdienstoptionen zu entziehen. Das ist wahrscheinlich auch jedem klar. Das heißt, wir müssen da tatsächlich auch als Staat oder als Länder hingehen und massiv investieren in eine Entwicklung von einer zukünftigen Bauform, von einer zukünftigen Bautechnologie, die sich mit unseren Nachhaltigkeitszielen irgendwo zur Deckung bringen lässt.
Letzter Punkt vielleicht, auch das noch ein Thema, was ich gerne heute ansprechen würde. Herr Schellenhofer rennt gerade rum und erzählt mit Frau von der Leyen zusammen die Geschichte des European Bauhauses. Ich finde es eine ganz famose Idee zu sagen, wir müssen Architektur, Bauen, Städtebau gesamtgesellschaftlich betrachten. Wir müssen mehr Leute, wir müssen auch Künstler und Kreative dazuziehen, also Kreative außer den Architekten, um sich tatsächlich als Gesellschaft klarzumachen, wo wir denn hinwollen und wo wir in 10, 20, 30 Jahren stehen wollen, was unsere Stadtentwicklung, was unsere Gebäudeentwicklung, was unsere Vorstellungen von Wohnen anbelangt. Ich halte das im Ansatz für sehr, sehr richtig. Ich habe damals, als uns das vorgestellt wurde von ihm, zu bedenken gegeben, dass wir 150 Architekturschulen in Europa haben und es vielleicht besser wäre, diese 150 Schulen gut auszustatten, statt 5 Exklusivschulen zu machen. Aber das ist ein kleiner Punkt der Kritik. Und ich würde mich freuen, wenn man auch darüber noch das ein oder andere aus der Runde hören könnte, zu dieser Form, wie wir uns wirklich auch unsere Entwicklung vorstellen, also unsere akademische Entwicklung und unsere also Diskurs mit der Bevölkerung, wie wir denn zu einer neuen Form von Bauen am Schluss kommen können oder umnutzen kommen können. An der Stelle stoppe ich mal. Ich glaube, die Zeit ist auch um und Dieter müsste auch schon zu Hause sein und gebe zurück an Inga Lill. Ja, vielen herzlichen Dank auch an dich, Gerhard. Das waren, war in meinen Augen ein guter Überblick, was getan werden muss, wo der Hemmschuh oder die Hemmschuhe sitzen. Wir brauchen die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen eine Vorstellung davon, wie wir leben wollen, wie wir wohnen wollen, wie wir arbeiten wollen, wie unsere Gebäude aussehen sollen. Da ist die gesamte Gesellschaft gefragt und sie weiß es vielleicht nur noch nicht. Also die bittere Wahrheit, die muss irgendwie vermittelt werden. Und diese Frage, wie das richtig geht, die stellen sich ja viele. Bei den Architects for Future werden ja Forderungen auch gestellt an die Baubranche. Es braucht viel. Es braucht nicht nur Forderungen, es braucht auch, denke ich, Verständnis und es braucht auch Transparenz, was eigentlich alles möglich ist. Und das passt zur ersten Frage. Wie können wir vor Ort unterstützen, dass es mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz weiter und besser vorangeht? Und dann ist vielleicht die Frage, ist denn überhaupt das Kreislaufwirtschaftsgesetz der richtige Hebel? Also wir haben das jetzt hier heute Abend mal in den Fokus gestellt, weil das bei einigen Treffen, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube, das war das Treffen des Baubündnisses, Cradle-to-Cradle-Baubündnis in München. Das war so der Aufhänger, warum wir das Thema heute in den Fokus gestellt haben. Ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz da überhaupt der richtige Hebel oder was können wir vor Ort tun? Also ist es der Hebel, es ist halt ein Hebel, wenn wir das Ziel setzen, zu sagen, wir wollen weniger und perspektivisch kein Müll, dann ist das natürlich gut. Wenn wir Effizienzen heben wollen, ist das gut. Recyclingquoten und Rezyklate besser anbinden, Produktpässe, das ist alles gut. Aber natürlich ist der Gesamtmarkt nicht ökologisch ausgerichtet, noch lange nicht. Also die ökologische Bepreisung ist nicht so in den fossilen Rohstoffen, dass sich erneuerbare Rohstoffe oder erneuerbare Energien vor allem durchsetzen. Das Thema, das habe ich ja vorhin angedeutet auch, Neubauen ist natürlich schön, wenn wir neue Häuser bauen, die auch hocheffizient sind und Passivenergie sogar generieren, plus Energie, aber natürlich immer neu bauen, immer größere Wohneinheiten in die Fläche gehend. Das schafft einfach immer ein Plus obendrauf. Also das sind ja Strukturfragen. Also wir schauen sozusagen, also Bauen alleine löst das Klima natürlich nicht, sondern auch die Frage, wie wir uns neu organisieren als Gesellschaften in Arbeit und Zusammenleben. Ja, das sind jetzt sehr grundlegende Fragen, die ich da versucht habe anzusprechen. Aber ich würde sagen, man braucht eine progressive Baupolitik, eine Industriepolitik. Man braucht eine ganz klare ökologische Bepreisung. Das hilft sehr, sehr viel. Aber das wird natürlich nicht das Ende der Wegstrecke sein. Vielleicht darf ich an der Stelle ergänzen. Also ich sehe das Kreislaufwirtschaftsgesetz als ein Gefäß, wo wir einen sehr, sehr guten Aufschlag machen könnten, der deutlich hörbar wird, der auch kommuniziert in Richtung Bevölkerung, um was es geht. Die Chance ist jetzt verpasst worden. Wir hoffen ja, dass wir nach September in der Regierung sind und sowas dann tatsächlich auch noch steuern können. Und ich glaube, es wurde vorher schon erwähnt, ich habe es, glaube ich, auch nochmal gesagt, wir hätten natürlich dort schon die Möglichkeit gehabt,
zum Beispiel Rezyklate tatsächlich für die Behörden auf allen Ebenen verbindlich zur Pflicht zu machen, an den Stellen einzusetzen, wo sie eingesetzt werden können. Und ich denke, das würde eine deutliche Signalwirkung haben, dass wir einen Aufbruch in diese Richtung machen. Das ist leider jetzt verpatzt worden. Aber generell, wie gesagt, ich erinnere an der Stelle vielleicht an ein Buch, das kam vor 15 Jahren auf den Markt und ich weiß nur noch, ich war damals als Architekt noch ein bisschen geschockt. Da stand drin, wir dürfen nicht mehr bauen. Wird jeder wahrscheinlich im Raum kennen. Ich kenne den Titel und den Autor kann ich nicht mehr benennen. Irgendjemand wird es machen. Und da ging es einfach darum, da wurde die Aussage sehr gut präzisiert, dass jeder Bau, den wir in unserer klassischen Bauweise im Moment tun, und das werden wir leider noch ein paar Jahre lang tun, einfach ziemlich schädlich ist für das, was um uns abgeht. Und deshalb, ich denke, wir müssen wirklich parallel zur Entwicklung der Legislativen, die einfach Rezyklate in den Vordergrund bringt und tatsächlich auch Baustoffe zur Entwicklung bringt, die recycelfähig sind überhaupt. Hier tauchte ja auch die Frage auf, warum immer von Beton geredet wird, wenn es um Recycling geht. Das kann man ganz einfach beantworten. Das ist der Baustoff, der am einfachsten zu recyclieren ist. Jetzt ist es deutlich schwerer, wenn ich eine Kompositmaterialie wie eine Haustür oder sowas, die meistens aus Kunststoff, Stahl und was weiß ich was allem besteht, die ist natürlich schwerer tatsächlich wieder in Nutzung zu bringen wie Beton. Aber ich denke, wir müssen über den Punkt rauskommen und uns wirklich überlegen, wie wir tatsächlich mit dem Bestand weiterkommen. Und Bestandsbauten umzubauen ist in unserer Bauwirtschaft sehr viel teurer, wie das gleiche Volumen an Mitteln in Neubauvolumen zu gestalten oder umzusetzen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir ansetzen müssten gesetzlich, dass tatsächlich Umbauten, Umnutzungen, Weiterentwicklungen bevorzugt gemacht werden können, weil sie gut gefördert werden. Im Chat war ja noch die Frage, wie wir eine Zement- und Stahlindustrie als Grundstoffindustrie umwandeln können in Richtung einer Klimaneutralität. Das ist eine sehr komplexe, aber technisch machbare, allerdings mit einem sehr hohen Energieaufwand. Und der Energieaufwand muss natürlich basieren auf erneuerbaren Energien, die wir heute noch nicht produziert haben und die obendrauf kommen auf die Kapazitäten, die wir aufbauen wollen in Deutschland. Also, dass dahin gesagt sei, es gibt eine Wasserstoffstrategie, es gibt einen grünen Antrag dazu, zu einer grünen Wasserstoffstrategie. Und das ist, wenn Sie einen Stahl zum Beispiel anschauen, Elektrohochöfen, momentan Einsatz eben dann von Kokskohle, dann haben Sie natürlich erstmal ein Substitut, das wäre dann Gas im ersten Schritt und dann erneuerbare Energien. So können Sie Reduktion vollziehen auf einer anderen Energieform. Machbar ist das. Der Kostenfaktor ist aber, das hat die Dame, glaube ich, die das geschrieben hat, erheblich und das kann der Industrie gar nicht selber finanzieren. Das müsste man dann mit sogenannten Carbon Contracts for Difference, also industriepolitischen Instrumenten, die die Europäische Union, Deutschland auch diskutiert und konzipiert, mit Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden, auch Steuermittel, um das mal ganz klar zu sagen, anreizen. Und dann gibt es da durchaus Möglichkeiten. Das ist aber alles ganz viel Wenn und Hätte und Dann. Aber der Weg, der wird jetzt beschritten. Wohin führt, weiß ich noch nicht. Danke. Gut, es sind einige Fragen, die sehr lang formuliert sind. Und ich kann jetzt nicht gleichzeitig zuhören und lesen und zusammenfassen. Das ist ein bisschen schwierig. Da steht zum Einwand von Herrn Zickenheiner, dass die Baubranche langsam ist. Und dann kommt, die Niederlande haben beschlossen, bis 2050 komplett zirkulär zu werden. Ja, bitte, das ist richtig, das ist wichtig. Das sollte unser Ziel auch sein. Und das können wir auch schaffen. Aber denke gesagt, so wenig wie möglich neu bauen, weil 30 Jahre ist eine lange Zeit und 30 Jahre noch so zu emittieren, so Ressourcenraubbau betreiben, das sollten wir uns tunlichst überlegen, ob wir das nicht einfach sehr gering halten können. Also ich sehe das auch als realistisch an, ich sehe das auch für Deutschland als realistisch an. Ein schlechteres Ziel, ein schwächeres Ziel dürfen wir uns gar nicht leisten, wenn wir eine Klimaneutralität 2050 erreicht haben wollen. Ich sehe auch nochmal eine Frage, da ist das Thema Carbon Capture drin, das war auch nochmal in puncto Wasserstoff und Grundstoffindustrie. Ob das eine Option ist, ist eine ganz schwierige Option, weil natürlich in dem Moment, wo man anfängt, CO2 unterirdisch zu speichern, man sich ja auch auf diese fossilen Lock-in einlässt. Das ist eine Gefahr. Völlig ausschließen würde ich es jetzt von der Forschungssicht nicht. Und wenn Anwendungen auf der Welt das machen, dann wird das auch ein Stück weit kommen. Aber man muss ja bei der ganzen Wasserstoffthematik auch sehen, das Effizienteste ist immer noch, Energie einzusparen oder eben Energie nicht viermal umwandeln zu müssen, dann um
sehr hohe Energiewende aufwenden zu müssen, um dann Wasserstoff zu produzieren. Also wir müssen bei den anderen Themen, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, Ökodesign, Produktpässe, da ist möglicherweise viel mehr rauszuholen bei diesen Opportunitätskosten für den Klimaschutz. Also was, wenn ich 100 Milliarden Euro habe, was gebe ich dann für was aus? Und da wird sicherlich nicht an erster Stelle stehen, dass ich ein Stahlwerk transformiere. Soweit. Ich übernehme an der Stelle nochmal kurz und lese vor. Daniel Fuhrhopp verbietet das Bauen. Der Chatraum hat es gewusst. Also sehr schön. Das ist das Buch, das ich meinte, immer noch lesenswert, wenn auch sehr radikal in der Ansage. Hier steht eine Frage an beide. Dieter, das trifft uns beide. Vielleicht weißt du es besser. Ich sage zuerst was dazu. Viele sagen, dass die neue Mantelverordnung die Kreislaufwirtschaft eher blockiert. Stimmt das? Stand Spiegel heute ist es nicht so rum, sondern eher andersrum. Seehofer blockiert die Kreislaufwirtschaft mit der Blockade der neuen Mantelverordnung. Also es ist tatsächlich so, dass man ja 15 Jahre an dieser Mantelverordnung gearbeitet hat. Sie ist in meinen Augen, was die Zielsetzung anbelangt, nicht schlecht, sondern würde uns helfen tatsächlich an der Stelle. Sie wird aber jetzt neuerdings, Stand heute, tatsächlich durch das Innenministerium und damit auch das Bauministerium blockiert. Dieter, hast du da noch was zu ergänzen zu dem Punkt? Nein, wir sind einfach nicht dort, wo wir sein können. Und das ist ja der Punkt, warum wir Politik machen. Wir wollen halt Beschleunigung, wir wollen aber auch eine Rahmengesetzgebung, die anspruchsvoll ist. Und wenn man keine anspruchsvollen Ziele setzt, dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Und das, also das so genau richtig beschrieben. Ja. Was sagen Sie zur Umbauordnung mit erleichterten Anforderungen? Umbauverordnung mit erleichterten Anordnungen. Da müssen Sie mir nachher nochmal helfen, was gemeint ist. Ich denke, wir müssen Umbau generell leichter, bezahlbarer und appetitlicher machen. Also das ist letztendlich auch eine ästhetische Forderung. Da sind wir dann wieder beim European Bauhaus sehr stark. Aber zurück zu den gesetzlichen Problemen. Es geht ja nicht nur darum, ein Gebäude umzubauen, sondern eventuell auch ein abgebrochenes oder ein zerlegtes Gebäude weiterverwenden zu können. Und da haben wir ein ganz großes rechtliches Problem. Jeder, der mit Architektur schon mal zu tun hat hier im Raum, das werden fast alle sein, weiß, dass wir da in ganz schwierige Haftungsfragen kommen, wenn es um den Wiedereinbau von Baumaterialien geht. Da müssten wir dran gehen. Wir müssten tatsächlich auch überlegen, wie ist es denn mit zweitklassigen Produkten? Jetzt haben wir ein Fenster, das ist 10 Jahre alt. Das ist deutlich besser, wenn es 40 Jahre alt ist, aber es ist natürlich nicht so gut wie ein neues Fenster. Und wie gehen wir damit um? Wie rechnen wir denn gegen, dass dieses Fenster trotzdem natürlich noch einen Wert hat und vielleicht eine gute Laufzeitleistung noch bringen könnte? Also das sind jede Menge Sachen, die wir regeln müssen. Es geht aber auch wiederum auch die Begrenzung des Lobby-Einflusses und die Forschung, die an der Stelle tatsächlich wichtig ist. Um ein Beispiel zu bringen, Sie kennen wahrscheinlich alle die Kirche von Ronchamp von Corbusier. Da hängt an der Seite eine kleine Außentreppe, über die der Pfarrer immer hochlief, in die Kanzel innen dann reinging, die sagenhafte 8 Zentimeter dick. Beton, Sichtbeton außen. Wenn wir das gleiche Bauteil heute bauen wollen, dann ist die 24 bis 28 Zentimeter dick, muss aus einem Hochleistungs-Sichtbeton hergestellt werden und dementsprechend armiert sein. Die Treppe hängt seit 70 Jahren rissfrei dort und der Pfarrer wackelt jede Woche 5-mal hoch. Und es ist sehr fraglich, warum wir heute derart harte Normen zum großen Teil haben. Wir haben im energetischen Bereich mit Sicherheit viele Normen, wo wir Grünen zum Glück mitverantwortlich dafür sind und auch stolz drauf sind, die wir auch halten sollten. Aber es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man wirklich die momentane Situation im Bauwesen als völlig überkandidelt beschreiben muss und letztendlich auch kostenintensiv. Und gerade wenn es um Umbau geht, wird es da natürlich ganz schwierig, wenn ich anfangen muss, eigentlich alles bis auf den Rohbau aus einem Gebäude rauszureißen, um es dann erhalten zu können und wieder für heutige Ansprüche zu sichern, dann wird es immer sehr, sehr teuer. Also da auch braucht es meines Erachtens einfach auch wirklich viel Forschung und Überlegung und Methodik, die entwickelt werden muss, zusammen mit einem ausgeklügelten Fördersystem, das zum Beispiel einfach Arbeit günstig macht, aber das Stoffliche in ein richtiges Preisverhältnis rückt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Förderung tatsächlich, um da auch hinzukommen in Richtung noch sparsamen Form mit Ressourcen umzugehen und CO2-Neutralität. Also Arbeit als großes Credo, was beim Umbau immer ein ganz wichtiges Thema ist. Die Arbeitsleistung ist dort massiv höher wie beim Neubau, sollte dort günstiger werden, um tatsächlich auch einen Umbau zu priorisieren.
Gut, jetzt würde ich gerne noch mal kurz an den Anfang springen. Da war ein ziemlich langer Beitrag von einer Architektin aus München, Andrea Heil. Sie hat den grünen Antrag zur Bauwende gelesen und hat dazu einige Anmerkungen. Einiges davon wurde schon besprochen, aber ich würde ganz gerne mal auf das Thema Begrifflichkeiten eingehen. Denn im Antrag steht, Ressourcen sollten geschont werden und es sollte weniger verbraucht werden. Das bedeutet aber immer noch, dass die, so steht es da, Ausbeutung langsamer vonstatten geht. Also wir dürften eigentlich gar nicht mehr in Verbrauch denken. Es braucht ein neues Wording. Wir müssen in Ressourceneffektivität denken und nicht mehr von Abfall sprechen. Also Abfall und auch das Thema Entsorgung, das sind vielleicht alles so Begriffe, die nicht mehr so ganz passen zu dem neuen Denken, zum neuen Mindset, was wir brauchen. Was halten Sie davon? Bestimmte Wörter einfach zu streichen? Da ist die Andrea Heil aus München jetzt ein klein bisschen spitzfindig. Sie hat recht, das ist so und es ist schwer, so ein Wording tatsächlich umzustellen. Aber der Tenor dieses Antrags zur Bauwende, der ist eigentlich schon sehr, sehr stark in Richtung Kreislaufwirtschaft ausgelegt. Der impliziert aber auch ein bisschen, dass das nichts ist, was wir morgen erreicht haben, sondern dass es ein Weg ist dorthin. Und ich denke, wir müssen noch eine Zeit lang einfach davon ausgehen, dass das, was wir heute irgendwo hinschaufeln, um Gebäude zu machen, noch so entsorgt wird, wie es heute leider meistens der Fall ist, weil eben die Technologie noch fehlt, weil die gesetzlichen Vorgaben nicht sofort umgesetzt werden. Also ich denke, wenn man den Antrag wirklich liest und sich klar macht, was dessen Umsetzung komplett bedeutet, dann ist das eine sehr revolutionäre Form von Umgang mit Bauen, was eigentlich schon in die Richtung zieht, wie wir es jetzt auch diskutieren. Aber gern Frau Heil dazu. Also vielleicht möchte sie das nochmal präzisieren. Ja, das war ja nur einer von mehreren Punkten. Also ich finde, das Wording ist nicht zu vernachlässigen, weil es ja das Ziel beschreibt, das man hat. Und Herr Janicek hat ja eben beschrieben, dass das Ziel eigentlich eine konsequente Kreislaufwirtschaft ist, wo eben nicht langsamer verbraucht wird, sondern wir irgendwann gar keine Primärrohstoffe mehr entnehmen müssen, zumindest die nicht erneuerbaren. Und das sind einfach die Rahmen, in denen man denkt und in denen man kreativ wird oder Unternehmen motiviert oder die Forschung motiviert, entsprechende Produkte, Bauweisen zu entwickeln und auch die Gesetzgebung dann motiviert. Deswegen finde ich, ist es absolut nicht zu vernachlässigen. Können wir es noch stehen lassen, ja. Dieter, oder? Also ist mit Sicherheit richtig, aber ich denke, der Antrag ist trotzdem für die heutige Zeit ein sehr, sehr progressiver. Ja, und gleichzeitig haben wir eigentlich keine Zeit mehr. Also 2050 soll das Ziel sein. Es gibt auch einige, die schon in Zielerreichung 2030 denken. Jetzt vielleicht der Umbau der gesamten Industrie in Richtung Kreislauffähigkeit ist natürlich genauso ein Thema wie das Thema klimaneutraler Gebäudebestand. Aber da sind einige Kommunen, die sich das auch bis 2030 schon als Ziel gesetzt haben. Und da gibt es einige Ratsbeschlüsse. Also ich denke, ja, es ist schwierig, aber wir müssen es versuchen. Das ist völlig richtig. Ja, und gut, jetzt habe ich so ein bisschen den Chat aus dem Blick verloren. Es ist auch wieder sehr viel dazugekommen, auch viele lange Beiträge. Ganz kurz an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, heute alles zu klären. So wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht mehr. Wäre es denn möglich, dass wir diese Fragen nochmal sammeln und vielleicht ein, zwei Fragen, wichtige Fragen oder Hinweise, die nicht beantwortet wurden, nochmal beantwortet bekommen könnten im Nachgang? Ich nehme an, dass Dieter jetzt irgendwo im Treppenhaus hängt, weil ich sehe ihn schon länger nicht mehr, aber würde wahrscheinlich das Gleiche antworten wie ich, nämlich ja, gerne. Gerne sammeln über Architects for Future. Wie gesagt, ich plane ein Fachgespräch auch nochmal zu dem Thema und sehr gerne Fragen, sehr gerne, da ist er, sehr gerne Anregungen. Bin wieder da, habe alles gehört. Ich denke, du kannst da zustimmen, das machen wir gerne. Okay, dann vielen herzlichen Dank dafür und dann wollen wir mal schauen. Die nächste Frage, die mir jetzt ins Auge springt, ist das Thema Sanierungsquote heben. Wie kann das vorangetrieben werden? Auf welcher politischen Ebene und in der Umsetzung? Dazu fällt mir ein, Gerhard Zickenhainer, Sie haben eine kleine Anfrage gestellt zum Thema Fachkräftemangel.
mit erschreckendem Ergebnis, wer es nicht schon vorher wusste. Ich glaube, das könnte ein Punkt sein, warum die Sanierungsquote gerade so schwer anzuheben ist. Ich erläutere kurz vielleicht die Anfrage, die kennt ja nicht jeder im Raum. Ich habe schon seit längerem, wie ja viele mit Sicherheit, die Bundesregierung im Verdacht, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, ob sie überhaupt die Fachkräfte hat, um das in Augen der Grünen ohnehin viel zu kleine Klimapaket bis 2030 umzusetzen. Und wir haben sie deshalb nachgefragt, wie das denn in Sparten aussieht. Und wir haben eine schreckliche Antwort bekommen. Sie haben es gerade schon gesagt, da steht praktisch nichts drin. Einzig für die Baubranche konnte man so andeutungsweise prognostizieren, dass viele fehlen. Und ansonsten ist da einfach gar kein Wissen. Dabei kommen drei Faktoren für die Zukunft zusammen, die uns im Moment wirklich Sorgen machen, wo wir uns jetzt aber schon damit befassen, wie wir genau das Problem lösen. Nämlich wir haben den Fachkräftemangel, den alle, die am Bau tätig sind, kennen jetzt schon. Wir haben in den kommenden Dekaden einen Rückgang durch unsere Bevölkerungsverteilung. Also es werden weniger Leute in Arbeit sein in 10 Jahren. Als jetzt, und diese demografische Veränderung nimmt dann nochmal zu bis 2040 etwa, bevor sich das langsam aber sicher wieder fängt. Und als drittes kommt dazu, dass wir mit der Transformation, die wir nicht nur im Bauwesen angehen wollen, sondern im Verkehrswesen, in der Landwirtschaft, im Forst und so weiter und so fort, zusätzlich enorm viele Fachkräfte und Planerinnen und Planer und so weiter brauchen. Und wir haben heute gerade bei den Grünen einen Auftrag freigegeben für eine Studie, die genau untersucht, wie viele sind denn das etwa, weil überhaupt kein Problembewusstsein seitens der Regierung erkennbar ist, auch nach der kleinen Anfrage nicht, dass da ein Problem vorliegt. Und es ist völlig richtig, wenn wir das Problem nicht schnellstmöglich lösen, dann haben wir beim Umbau keine Chance, tatsächlich auf andere Zahlen zu kommen. Dann wird es aber auch eng mit der Transformation. Also das geht auch uns Grüne an. Und deshalb sind wir da als erste Fraktion dabei, tatsächlich dieses Problem irgendwie anzugehen und zu schauen, wie groß ist die Dimension des Problems und Lösungen zu suchen. Generell denke ich aber, ich habe vorher den Faktor Arbeit angesprochen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher. Wir haben in dieser ganzen Transformation unheimlich viele Arbeitsplätze anzubieten, auch die toll sind, also die wirklich spannend sind, vom Forst praktisch bis zum Gebäudeplaner, Radwegeplanerin und so weiter und so fort, sind ja alles Branchen, die einfach auch Zukunft verheißen und die in eine saubere Zukunft reinführen. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Berufsziele letztendlich, die man ein Leben lang auch bearbeiten kann, weil es auch ein Leben lang gehen wird, bis wir dort sind. Und insofern habe ich Hoffnung, dass es auch gelingt, da weitere Teile der Bevölkerung dazu zu aktivieren, in solche Branchen reinzugehen. Aber das wird auch tatsächlich bessere Löhne brauchen, zum Beispiel im Bauwesen. Also nicht jeder steht auch gerne, sind auch hässliche Berufe wie Vergipsen. Das ist nicht immer schön, vor allem wenn es dann trocken, staubig ist und heiß. Aber auch dort müssen wir schauen, dass wir genug Leute haben. Wir wissen alle, wir müssen unseren Bestand wärmedämmen, und zwar mit Faktor 3 bis 4 von dem, was wir im Moment dämmen. Und wenn man sich klar macht, was das bedeutet, dann heißt es nichts anderes, wie dass wir eben nicht 3 Stühle in die Gipserfachklasse dazustellen, um mehr Lehrlinge dahin zu setzen, sondern wir bauen eine 2. Schule nebendran, um die Leute auszubilden, die das machen. Also es ist wirklich drastisch, was der Mangel ist. Und das heißt, wir müssen da ganz massiv auch drauf hinarbeiten. Und auch da wieder meine Ansage, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist nicht einfach nur ein Bauproblem, sondern es geht um das gesamte Bewusstsein von uns allen, dass unsere Zukunft eine andere werden muss, aber auch darf, weil das ja unheimliche Optionen auch bietet gegenüber dem, was heute ist. Um jetzt ganz plastisch nochmal, um auf Umbau zurückzukommen, wir müssen deutlich stärker dämmen, gerade was im Gebäudedämmsegment da ist, aber wir müssen vorher auch ausbilden, sonst kriegen wir nur eine Art Inflation hin. Und wir müssen schauen, dass wir die Löhne in irgendeiner Weise tatsächlich unterstützen. Ich versuche da nochmal anzuschließen. Zum einen Thema Fachkräfte, Gerhard, hast du ja in der Tat, jetzt ist es ja jetzt offiziell, ich habe den Antrag bei uns heute auch vorgestellt im Wirtschaftsarbeitskreis. 2. Lesung heißt das im Bundestag, das heißt, die Fraktion beschließt das dann, das Thema Fachkräfte für den Klimaschutz adressiert. Es gibt ja die Studie, Wuppertal-Studie für Fridays for Future, die habe ich mir sehr aufmerksam durchgelesen, vor einigen Wochen war das. Die fordert ja eine 4%ige Sanierungsquote im Gebäudebestand. Sind wir da sehr, sehr, sehr weit weg von. Und ich finde das gut, dass das gefordert wird, aber weil es zeigt ja die Probleme auf, die wir in der Umsetzung haben. Ich glaube nämlich, dass es oft gar nicht so an Geld und Programmen fehlt, manchmal, ja, aber oft fehlt es halt jetzt einfach auch an der Realisierbarkeit von dem, was wir eigentlich wollen.
Und Aufgabe von Politik ist es eben, so eine Aufbruchsstimmung jetzt auch, dass alles Richtung Modernisierung, Klimaschutz, Innovation geht. Ja, das ist ja auch das, worum hoffentlich der kommende Bundestagswahlkampf gehen wird, dass wir lernen werden aus dieser Krise und sagen, wir müssen jetzt auf Resilienz, auf Umbau setzen. Und das bietet dann aber ganz viele Chancen. Und dazu sagen, ehrlicherweise, wir werden aber auch nicht alles hinkriegen innerhalb von 5 Jahren, weil wir eben, ja, wie Gerd das beschrieben hat, da einfach auch Probleme haben. Und vielleicht noch kurz das Thema Rohstoffe. Das Thema Hanf ist eins, was mich jetzt nicht wegen der Drogenpolitik ausschließlich sehr umtreibt, aber es wurde dort als Rohstoff auch genannt. Da kämpfe ich schon seit vielen Jahren für, dass man da entsprechend der Hanf ist ja ein Rohstoff, der sehr spannend ist, 5-mal im Jahr wachsen kann, der letztlich ja mit dem Bier übrigens verwandt ist als Rohstoffpflanze, egal. Auf jeden Fall kann man den ja auch einsetzen im Gebäudedämmungsbestand, in anderen Bereichen, in der Landwirtschaft. Und den sollten wir befreien von Regularien, die ihn da einschränken, weil dann könnte man da auch eine Landwirtschaft und eine Bauwirtschaft nach vorne bringen mit so einem erneuerbaren Rohstoff. Der wird das Klimaproblem nicht alleine lösen, aber er wäre zumindest auch ein Baustein davon, bin ich fest überzeugt. Zum Thema Preis und Arbeit, hier ein Kommentar. Gemäß der niederländischen Initiative X-Tax sollen Steuern auf natürliche Ressourcen und Umweltverschmutzung erhoben und die Einnahmen verwendet werden, um die Steuerlast auf Arbeit zu senken und die Sozialausgaben zu erhöhen. Eine solche Steuerreform schafft Anreize, unter anderem Ressourcen und die Natur zu schonen, das heißt Bestand erhalten. Wäre so etwas auch in Deutschland denkbar? Geht genau in die richtige Richtung. Und der Dieter hat ja gerade eben schon sehr gut erläutert, wie das auch mit vielen Baustoffen ist, die da noch brachliegende Entdeckung harren und im Prinzip schon anwendbar sind, wo man sehr viel über die Qualitäten weiß, aber die Ressourcen tatsächlich noch nicht in Anspruch nimmt. Und ich denke, das, was da in dem Chat gerade steht, das ist sehr gut. Geht genau in die richtige Richtung. Vielleicht sollte man eins noch ergänzen, und das ist, wir sollten das Abbrechen ein bisschen schwerer machen. Also meines Erachtens wird, und ich habe das aus meinem eigenen Umfeld oft genug erlebt, es wird viel zu schnell abgebrochen, es wird oft unüberlegt abgebrochen. Es dürfte nicht ohne Begründung meines Erachtens abgebrochen werden und den Nachweis, dass eine Nachnutzung oder eine weitergehende Nutzung nicht sinnvoll machbar ist. Das ist ein ganz wichtiger Hebel, den ich denke, den wir zücken müssten. Und wir müssten auch jetzt schon bei der Entsorgung weggehen vom üblichen auf der Deponie einfach ablagern oder unter der Straße verbauen, hin zu einer tatsächlich stofflich angemessenen Nachnutzungsform, so wie es heute eben schon möglich ist. Ist in vielen Bereichen, ich habe es vorher an der Haustür erläutert, nicht möglich. Bei uns ist es ja schon, wird ja schon als Recycling angesehen in Deutschland, wenn wir was verbrennen können in der Nachnutzung. Da sollten wir weiterkommen, aber wir sollten es einfach so schwer wie möglich machen, wertvolle Bausubstanz, die vor 30 Jahren mit einem unheimlichen Stolz und viel Geld und viel Kraft erstellt wurde, tatsächlich gerade wieder platt zu machen. Das ist ein Anliegen, das ich wirklich auch noch habe. Und da gibt es Steuerungsmöglichkeiten in der legislativen Seite, die eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig sind. Das klingt gut. Ja, jetzt haben wir hier einiges, was sich so doppelt. Hier hätten wir noch eine Wortmeldung von Margot Lopez. Ich habe lange Jahre als Karrierecoach gearbeitet. Und da ist mir vor ungefähr 5 Jahren begegnet, es kamen hochmotivierte, unglaublich engagierte, hervorragend ausgebildete Nachhaltigkeitsmanager, Ressourcenmanager. Schieß mich tot, alles, was in diese Richtung geht. Und die kamen zu mir, weil sie kriegten keine Jobs, sie waren frustriert, die waren jung, die waren vielleicht bis Anfang 30. Ja. Die kamen zu mir mit der Überlegung, einen anderen Beruf zu machen, weil sie haben es versucht und es geht nichts weiter. Und sie waren fest davon überzeugt, damals wusste ich das noch gar nicht. Die sagten ja, Energiewende ist ein Witz, das wird alles gestoppt, Kreislaufwirtschaft ist ein Witz. Die Kräfte arbeiten dagegen, sie suchen einen anderen Beruf und die sind weg aus der Branche. Und von daher denke ich, das Thema Nachwuchs oder das Thema Fachkräfte hat auch mit Kommunikation zu tun, dass das ernst gemeint ist, damit die Leute nicht wieder frustriert sind, sondern sagen, ja, da ist ein Feld, ja, das lohnt sich. Und ganz wichtig,
es hat zu tun mit Arbeitsbedingungen. Weil wir können nicht nur eine Neuerung machen im Material, wir brauchen auch eine Neuerung in den Arbeitsstrukturen, so Themen wie Wertschätzung, wie Kollaboration und sowas. Das braucht, sonst kriegen wir das nicht hin, auch nicht verputzen. Ja? Das war's schon. Danke. Das ist natürlich gerne. Der entscheidende Punkt, dass wir eine Aufbruchstimmung in der Wirtschaft für den Klimaschutz nicht nur irgendwie signalisieren, sondern halt auch mit Investitionen anreizen. Das ist unsere Vorstellung. Es gibt ja jetzt interessanterweise auch in der Union, das ist aber leider durch die Corona-Krise ausgelöst, die Diskussion um die Schuldenbremse. Wir wollen jetzt nicht auf Teufel komm raus verschulden, aber wir sagen schon, dass wir in einer Zeit, wo Klima und Umbau die essentiellen Themen sind, und da ist unser Vorschlag zu sagen, lasst uns die nächsten 10 Jahre 500 Milliarden Euro draufpacken für Investitionen, gerade in Baubereichen beispielsweise, gerade in erneuerbaren Bereichen, aber natürlich auch, um solche Probleme zu lösen, was essentielle Umbauten von Industrie und Wirtschaft angeht. Und da kommen natürlich dann die Fachkräfte mit rein, wenn das Signal gegeben ist, der Plan verlässlich ist, die Investitionen ausgelöst werden, dann ist dann auch das Fachkräfteproblem anders zu sehen, weil dann gibt es eben, wie du gesagt hast, Margot, diese Verlässlichkeit für viele Menschen zu sagen, da wird jetzt die nächsten 10 Jahre richtig reingebuttert, und zwar mit einem Versprechen, was die Politik möglichst in den breiten Konsens abgibt. Danke. Gut, dann eine Frage noch, wie wird das Gebäudeenergiegesetz weiterentwickelt? Potenzial für Einbindung grauer Energie und Ressourcenverwendung, Lebenszyklusorientierung, Kreislaufwirtschaft, ist da was geplant? Also ich denke, da ist ganz viel wichtig und richtig. Die graue Energie ist ein Faktor, der in Österreich beim Holzbau schon immer mitgerechnet wird, seitdem die da übrigens sehr viel besser staatlich unterstützt, wie es in Deutschland der Fall war, da wirklich auch wissenschaftlich drangehen. Und da können wir wirklich nur davon lernen. Und ich denke, das ist der Punkt, wie es weiterentwickelt werden muss. Aber es ist nicht nur dieses Gesetz. Ich erinnere nochmal dran, wir müssen über Haftungsfragen nachdenken. Wir müssen über Befreiungsmöglichkeiten für Wiederverwendung von Baumaterialien nachdenken. Das ist eine unheimlich komplexe Geschichte. Und es ist ganz dringend Zeit, dass wir uns der Komplexität zum einen bewusst werden und dann aber auch bereit sind, den Hirnschmalz reinzustecken in all diesen Ebenen, die davon betroffen sind, dass tatsächlich diese Änderung in dieser kurzen Zeitspanne von 30 Jahren auch wirklich alle greifen, sodass wir nicht am Ende plötzlich auf Null müssen, sondern am Ende auf Null runtergekommen sind. Dann hätte ich jetzt noch eine kurze Frage. An welchen Stellen kann man sich am einfachsten einbringen? Einmal aus der Perspektive der Architects for Future. Also halten Sie das für gut und richtig, was wir machen? Welchen Tipp hätten Sie vielleicht für uns noch? Und auch ganz allgemein, wir haben gehört, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, also es braucht um auf da jeden etwas Fall, zu bewegen, ja. was genau, Tipps von Ihrer Seite. Also das eine ist, dass Sie sich ganz klar positionieren und Druck entfalten bei diesen Themen, die Sie auch mit Leidenschaft bewegen, nämlich das Thema Bau und Architektur in die Klimazukunft zu steuern. Das mit Maßnahmen, die ambitioniert sind, aber auch natürlich einen Umsetzungspfad brauchen. Und es ist ja immer in der Politik so, dass wenn sich niemand äußert, dann entsteht, also man braucht Druck, ja, von allen Seiten. Am besten aber sehe ich als Grüner von der Seite, die sagt, wir müssen was für das Klima tun. Und das Zweite ist halt diese gesellschaftliche Bewegung, wo Gerhard von gesprochen hat. Also was ganz wichtig wird auch für die Politik der nächsten Jahre, ist halt, dass soziale Bewegungen oder auch unternehmerische Bewegungen, von denen ich ja viel treffe in der Wirtschaft, dass die Bündnisse schließen und sagen, wir haben jetzt ein neues Verständnis von Wirtschaften. Das heißt, wer nicht nachhaltig denkt und nicht nachhaltig wirtschaftet, der ist nicht zukunftsfähig. Und ich glaube, das hat sich gedreht in den letzten Jahren bereits, aber das muss jetzt so der Leitsatz werden. Also die Nachhaltigkeit, die muss jetzt uns nach vorne treiben. Ja. Und da können Sie ganz viel tun. In sozialen Netzwerken können Sie ja sowieso relativ unkompliziert, das müssen wir ja alle auch gerade und sich umtreiben, aber natürlich auch darüber hinaus Aktionsformen finden, wie sie sichtbar werden und der Politik Druck machen. Und hoffentlich dann auch mal in der grünen Bundesregierung in der nächsten Zeit, wenn es sie denn geben sollte. Danke. Ja, um auf die grüne Bundesregierung einzugehen, also einsetzen kann man sich natürlich schon auf ganz einfache Weise, indem man im September dann auch die Grünen wählt. Aber das wissen ja alle hier im Raum schon mal. Aber ich denke, ich habe den Forderungskatalog von Architects for Future nochmal angeschaut. Ich finde ihn prima. Ich bin, das habe ich ja eingangs schon gesagt, sehr, sehr froh um die Bewegung. Und inzwischen ist es ja nicht nur einfach eine Gruppe, sondern es ist ja wirklich schon eine Bewegung. Ich finde es richtig und wichtig. Ich habe gehört, dass Sie auch eingebunden sind in diese Diskussion um dieses European Bauhaus. Bin ich sehr gut.
Ich habe an den Forderungskatalog eine Bitte um Erweiterung um einen Punkt, den ich heute Abend auch benannt habe. Der ist klasse. Die 7 Hauptforderungen würde ich alle sofort unterschreiben. Was mir noch fehlt, ist tatsächlich Mittel bereitstellen für unabhängige Forschung im Bauwesen. Das wäre wirklich ein Wunsch von mir, der noch Sinn machen würde. Ansonsten, ich würde jedes Ihrer Ziele sofort unterschreiben. Ich finde es eine tolle Initiative und bedanke mich auch, gerade auch für solche Formate wie das, was wir heute jetzt erleben. So. Ja, gut, das motiviert uns. Vielen Dank. Und dann möchte ich mich auch noch mal im Namen aller bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns zu dem Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz und Änderungen in der Baubranche zu diskutieren. Ja, dieses Format, das gibt es regelmäßig. Jeden Dienstagabend machen wir ein Webinar. Die Termine finden Sie auf unserer Webseite. Ich habe eben auch noch mal den Link zu den Architects for Future in den Chat gepostet. Also einmal zur Seite, wie man bei uns mitmachen kann. Und es gibt noch einen weiteren Link zu den Statements. Ja, wir freuen uns natürlich über weitere Mitglieder, die unserem Verein auch beitreten und mitmachen und für eine nachhaltige Baubranche kämpfen. Und wie vorhin schon gesagt, das Webinar wurde aufgezeichnet. Das Ganze wird auch bei uns im YouTube-Channel veröffentlicht. Und ich würde die Fragen gesammelt nochmal an Sie richten und vielleicht können wir das auch an der einen oder anderen Stelle noch bei uns veröffentlichen, sodass man auch nochmal nachlesen kann. Es sind einige Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Es sind auch einige sehr interessante Statements und Ideen dabei. Und ja, freut mich, dass Sie alle mitgemacht haben und ihr alle mitgemacht habt. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Liebe Grüße an Sie nach München, nach Berlin. Und freue mich, wenn Sie vielleicht auch bei einem der nächsten Webinare wieder dabei sind oder auch weitere Abgeordnete. Und ja, Dankeschön und einen schönen Abend zusammen.